Okay, das war eine Mission anscheinend. Auch gar nicht mal so übel. Da müssen wir auch noch ein bisschen schweißen. Ich denke, das hat er im Griff. Versiegel die Tür. Okay, das ist gut. Wir haben wieder einen verloren. Oh mein Gott, wie kann er sich denn da unten lassen? Hallo? Hallo? Ich schieß durch ihn durch? Boah. Das waren jetzt irgendwie 5 Schüsse, die genau auf seinen Körper gingen. Das kann nicht daneben gegangen sein. Seht euch das an. Ja, schön die Schotten dicht gemacht, würde ich mal sagen. Ah, kommt schon! Aliens. Reißt euch den Schwanz raus und steckt das euch in euer Gesicht. So, und jetzt so eine Exekution. Allergies of War. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Ja, wo ist denn er wieder verwundet? Wow. Gut, ich kann mal nachvollziehen, warum man sich so ownen lässt, weil... Okay, den habe ich getötet, aber trotzdem. So wie ich ja gerade durch den durchgeschossen habe. Na, kommt ihr hoch. Gut gemacht. What the? Hä? Das Ding da hängen geblieben, meine Granate? Oh, nette. Brandbombe hier. Badass. 3 Tötungen. Das heißt ja, die Aliens auf den geilsten, badassigsten Weg killen. Und zwar so. Hallo? Okay. 5 Tötungen. Wow! Der kam ja Mausen nicht. Darf ich noch schießen? Ja. Nee, ich bin direkt tot. Ah, wir haben überlebt. Okay. Heilige Scheiße, sie sind überall. Überlebender Sieg. 2 Minuten 52, neuer Rekord 5 Minuten 31. Das war knapp. Sau knapp, aber ich habe die meisten Punkte. Wenigstens so mal zum Schluss. Das ist ziemlich cool. Okay, das waren die jetzt alle Spielmodi. Yep. Ich denke, wir checken nochmal Team Deathmatch. Das war ziemlich nett. Nochmal die Skills aufbessern. Oh, jetzt ist die Kampagne. Huhu. Okay. Was haben wir denn hier noch? Okay, Ausrüstung bearbeiten habe ich noch gar nicht gemacht. Marine-Ausrüstung. Da dürfen wir schon ordentlich was freigeschaltet haben. Wow, Hudsons Gewehr haben wir sogar, was wir hier benutzen können. Das ist cool. Ist das irgendwie stärker als jetzt ein normales Gewehr? Ich glaube aber nicht. Nee, es ist einfach nur Hudsons Gewehr, was sich irgendwie null unterscheidet von allen anderen. Weiß nicht, das Kampfgewehr war beim Singleplayer toll, aber... Immer die Schrotflinte. Als Hauptwaffe, was nehmen wir denn da? Ich denke, ich bleib da beim Pulsgewehr. Nehmen wir einfach mal Hudsons Gewehr. Warum nicht? Die Granate ist toll. Rüstung finde ich auch super. Okay, das ist mein Loadout 1. Ja. Das Ding vielleicht mit der meisten Feuerkraft ist immer noch die Dienstpistole. Ne, die Vasquez-Pistole, okay. Von der einen Ollen. Nehmen wir die. Werde ich sowieso nicht benutzen. Gibt es da noch irgendwelche Attachments, die wir dran machen können? Bearbeiten. Juhu, das geht tatsächlich. Okay, Stangenmagazin. Schnelleres Nachladen, ne? Hm. Nehmen wir ja das Ding. Visier drauf knallen wäre auch nicht verkehrt. Boah, nehmen wir einfach mal. Das Laserzielvisier habe ich in der Kampagne komplett außer Acht gelassen. Okay. Ich bin damit eigentlich relativ zufrieden. Okay, Xeno-Ausrüstung. Schnellschlag, Rumumschlag, Fählen. Wirbelwind. Können wir nehmen. Strukturelle Perfektion. Okay, Ausweichmanöver können wir so lassen.
Haben wir nix. Mutation Wut. Das ist nicht schlecht. Oh, das ist mein Fatality, den ich vorhin benutzt habe. Locheisen. Was haben wir da noch? Aufstieg rein, raus. Okay, sicher so. Einmal so das nette... Die nette Zunge so durch den Körper boxen. Okay. Aussehen können wir noch bearbeiten. Haben wir denn da Marine männlich? Moment, haben wir nicht da... Mark Drake? Ja, Tatsache, wir können die tatsächlich spielen, weil ich das, die Limited Edition habe. Nehmen wir mal Hicks. Warum nicht? Und den Xeno. Okay, da haben wir noch nichts Neues. Nope. Sieht schon ziemlich nett aus. Mit Rot. Laura. Okay, Team Deathmatch. Jetzt haben wir Hicks als Charakter. Den werden wir auch so oft sehen, nur wenn wir tot sind. Jim. Rang 17. Aktive Herausforderungen haben wir auch schon die ganze Zeit. Map ist Zufall. Ich hoffe, es ist mal eine andere als die ganze Zeit hier diese... Was nochmal? Verwüstung? Mir den Namen nicht gemerkt. Ja, haben wir doch ein paar. Na komm schon, die letzten zwei. Meine Güte. Ich glaube, wir werden in einem Match ins nächste geschmissen. Moritz, ihr habt ein Ziel. Vernichtet die Scheißkerle. Okay. Wir sind wieder die Xenos. Guck mal, wenn wir jetzt so abgreifen können. Killer Gondola. Okay. Hoffe, du zeigst mir, was du drauf hast. Ich gehe hier runter, wenn schon keiner geht. Da oben sind die alle. Da ist einer. Wenn die alleine sind, sind die sowieso meistens leichte Beute. Es sei denn, die stehen zur Wand und schießen mit der Schrotflinte. Hallo, schlagen? Gib doch. Ah, ich habe einen Rundumschlag gemacht. Alles klar. Ziemlich effektiv, um ehrlich zu sein. Leichten Cooldown? Aber so stark irgendwie. Der ist so alleine. Der ist tot. Meine Güte, ich bleib ja an der Kante hängen. Pff, ich blieb da an der Kante hängen und der schlägt da wie ein Bekloppten. Das ist viel zu leicht, sich umzudrehen und rückwärts zu laufen. Und ich komm schon nicht mehr hinterher. Das kriegst du gleich. Ura. Ura ins Gesicht. Keine Chance. Der läuft einfach rückwärts. Ich komme kaum vorwärts, weil er die ganze Zeit auf die Stelle schlägt. Wahnsinn. Das ist so dumm. Oh ja, das Ding würde ich gerne aufheben. Irgend so ein Flammenwerfer, Brenn-Dingenszeug. Oh ja. Oh ja, klar. Gegen den habe ich eine richtig gute Chance jetzt. Muss man rausfinden, wenn man an der scheiß Wand... Aha, okay. Wie läuft man an der Wand hoch? Ach so. Einfach hochspringen, LT drücken, reicht. Boah, ich schwör, wie der an der Treppe kämpft, ne? Das mag ich nicht. Bitte, der kann dann sogar durchschießen und uns killen. Ja, keine Chance, er wird da stehen bleiben. Kommen wir nicht an dem Rohr hoch und dann
Ja, hat er gemacht. Ah, okay. Ich check jetzt, wie man so drauf springen kann. So. What the hell? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Irgend so ein Säurescheiß. Und warum sollte mich das kümmern? Und das leckt einfach nur heftig. Die Viecher kommen aber auch nie raus. Die stehen an einer Stelle. Verteidigen die heilige Treppe. Man geht da hin und die stehen und stehen und stehen. Sollen so hinlaufen. Juri brennt das. Er wollte nicht nach oben springen. Aber gut, dass er sich so äußerst noch selber in die Luft gejagt hat. Ja, Wumms. Hey, what the? Das geht durch die Wand, genau. Okay. Ja, geht doch. Oh mein Gott, endlich mal ein Kill. Toll. Dann bin ich an irgendeinem Mist wieder verreckt. Oh mein Gott, noch eine Minute. Kriegen wir das bloß gebacken. Oh mein Gott, ist das am Lecken gewesen. Ich stand auf der Treppe, plötzlich stehe ich ein Stück weiter vorne. Ihr habt noch 30 Sekunden. 30 Sekunden. Diese dramatische Musik. Das ist mies. Die stehen da oben auf der Treppe und wir kommen nicht hoch. Das ist total lächerlich. Gucken, was hier ist, aber da ist wahrscheinlich gar nichts. Schach, toll. 10 Sekunden, Marines. Lass den Creep nochmal hier so. Voll daneben. Oh, den hätte ich besiegen können. Was für ein Bild. Wahrscheinlich hätte er sich sofort umgedreht und mir in die Birne geschossen. Einfach unglaublich. Das Nest. Wenigstens haben wir mal eine andere Map gesehen. Okay, jetzt noch mit den Marines. Okay, wir sind Hudson. Und wir stellen uns jetzt auch hier oben. Schön mal hin. Genau hier in die Ecke. Natürlich haben die Aliens auch immer diesen wunderschönen Night Vision Blick. Können uns sofort sehen, wo wir stehen. Okay, hier können wir einfach durchbrezeln. Oh! Oh mein Gott! Da kann man ja gar nichts machen. Diesen Sprung habe ich gerade auch die ganze Zeit versucht. Aber irgendwie nicht funktioniert. What? Okay. Da konnte ich viel machen. Ich hätte, glaube ich, die Pumpgun lassen sollen, weil die Schrotflinte macht nicht den besten Schaden. Schießt nur ultra schnell. Klasse, ey, das Vieh springt auf mich. Ich kann mich nicht wehren, ich bin tot. Okay. Wir allein verlassen. Muss nachladen. Boah, damit zu treffen geht ja mal gar nicht. Wir nehmen uns auseinander. Boah, was für ein dramatischer Tod. Sehr gut. Oh, ich verbrenne. Tu mir nicht weh. Bin ich der Einzige, der hier noch auf der Map ist? Ich glaube, alle sind... Naja, da sind noch ein paar. Warum sieht das alles so leer aus? Das ist eine gute Sache. Was sind die denn? Hier um die Ecke, über mir wahrscheinlich. Komm ich denn jetzt nach oben? Hallo. Oh, geil. Wow. Voll die Birne abgebrätselt. Auch nicht schlecht.
ja, das Ding kommt gut. Komm her. RPG, ich brauch Rückendeck. Da. Wie zum Teufel kommt der dahin? Ah, hab grad die RPG aufgehoben. Ach. Wo haben wir wieder welche? Vor uns. Creep noch irgendwo rum. Lade nach. Boah, hinter. Meine Güte, komm schon. Guck noch mal extra, dreh mich um, das Vieh steht schon hinter mir. Gibt's doch nicht, das ist doch lächerlich. Ich springe auf einen drauf und ich kann gar nicht reagieren. Und nicht mal genug Schaden kann ich machen. Genau diesen Sprung habe ich vorhin auch mal probiert. Bin irgendwie immer hängen geblieben. Boah, da unten sind ganz viele. Wow! Brich mir noch die Beine. Glaub ich. Okay, hier geht's wenigstens nach oben. Eine Minute noch. Eine Minute, Marines. Das gibt's doch nicht. Wieso stehen die Viecher immer hinter mir? Ich hab auch übelst Pech gerade. Na, friss! Toll, komm das Ding wieder runter! Ding ist verbrannt, perfekt. Komm, sie kommen. Ja? Ich hätte hier noch ein Visier dran machen müssen. Ja, eine Treppe. Sind doch hier irgendwo. 10 Sekunden. Ah, komm, ich hatte den genau im Visier. Wahnsinn. Ein Kill. Yay. Immerhin. Oh, das nervt mich voll. Die springen auf einen drauf, man kann gar nichts dagegen machen. Ich hab geballert wie ein Irren. Die ganze Zeit habe ich das gerade auch probiert als Alien. Ich habe es aber nie geschafft. Wahrscheinlich, weil die so dämlich auf der Treppe standen. Meiste Tötung. Meiste Tötung. Wow. Okay. Verlassen. Ja. Ja. Jeden Moment. Okay. Geht doch. Okay, das soll es erstmal gewesen sein für den Multiplayer-Modus fürs Erste. Vielleicht werde ich nochmal zurückkommen, vielleicht aber auch nicht. Das Spiel ist eher komplette Durchschnittsware. Ich werde auf jeden Fall noch eine Review zu dem Spiel machen, das wird auf jeden Fall noch kommen. Mein Let's Play zu dem Einzelspieler, zu der Kampagne habe ich natürlich schon abgeschlossen. Alle Links natürlich in der Beschreibung. Anmerkung werde ich auf jeden Fall nochmal im Video auch haben, im ersten Part. Und ja, Colonial Marines, ich habe schon gesagt am Ende meines Let's Plays, es ist ein Cash-In, da steht der Name drauf, die wollten Geld damit machen. Es war wirklich sehr lange in der Entwicklung, dass da wirklich sowas rauskommt, hätte ich nicht gedacht. Wenn man unbedingt das Spiel haben möchte, kauft es euch unbedingt für den PC, denn da ist die Grafik 10.000 Mal besser als auf der Konsole hier. Also, ich kann das Spiel nicht wirklich empfehlen, der Multiplayer-Modus war zum Schluss wirklich noch ganz nett, aber auch wirklich nur eine nette Dreingabe zu dem eher schlechten Singleplayer. Naja, nichtsdestotrotz, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und mein ganzes Let's Play davon, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, das würde mir wirklich sehr. Danke für euren Support. Jetzt geht's natürlich weiter nächste Woche, vielleicht aber auch schon diese Woche mit Crysis 3, Metal Gear Rising Revengeance. Und ich freue mich da wirklich extrem noch. Die Demo habe ich gezockt zu Metal Gear Rising Revengeance und natürlich die Demo zu Crysis 3, also die Beta, die rausgekommen ist. Und ich hatte wirklich eine extreme Menge Spaß und das sollten Spiele werden, die wirklich wieder extrem gut werden und nicht so guckig wie Aliens Colonial Marines.
Also freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Jetzt kam natürlich noch der Multiplayer-Modus, ganz klar. Und wir werden, bevor die ganzen großen Let's Play starten, noch ein Let's Play starten diese Woche. Und dann starten wir voll durch mit Crysis 3 und Metal Gear Rising Revengeance. Ich freue mich da richtig, richtig drauf. Die Spiele werden wieder richtig groß. Und natürlich, im März geht es natürlich weiter mit Tomb Raider, mit God of War Ascension, Gears of War Judgment, Bioshock Infinite und noch viel, 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 viel mehr. Also ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, macht's gut, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, bye.